Wie jeden Freitag heißt es auch heute bei uns, hoch die Hände, Wochenende. Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Nachrichten aus unserer und für unsere Region. Herzlich willkommen zu Mechonal am Freitag, Arbeitswochenfinale, den 3. März. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf! Ja, bevor wir Sie aber ins wohlverdiente Wochenende entlassen, haben wir noch einige Informationen für Sie, denn bei uns erfahren Sie ja immer etwas Neues. So wie dieses hier aus Marienberg, denn in der Bergstadt sucht man händeringend ein neues Vorzeigepaar. Günter Langer hat sich mit dem Oberbürgermeister André Heinrich unterhalten. Herr Oberbürgermeister, wie wir alle wissen, hat eine bewährte Person, die viele Jahrzehnte den Herzog Heinrich verkörpert hat, nämlich Günter Reichel, unsere Szene verlassen und ist verstorben. Nun ist es natürlich daran gelegen, eine neue Person zu finden, die die Stadt nach außen repräsentiert. Herzog Heinrich und Katharina, das waren die Symbolfiguren für Marienberg. Man sieht sie auch hier stehen. Es wird also jemand gesucht, der dieses Amt vielleicht übernehmen könnte. Ja, wir haben natürlich eine Ausschreibung gemacht in unserem Amtsblatt von Marienberg. Und wir suchen also ein komplettes Herzogspaar, weil sich Frau Österreich im Prinzip auch abgemeldet hat mit Ableben von Günter Reichel leider. Und demzufolge haben wir im Prinzip diese Ausschreibung gestartet. Und wir suchen also zum einen unseren Herzog Heinrich, eine männliche Person, die eine stattliche Figur haben sollte, mit dem schönen großen Vollbart, und dazu natürlich eine Frau, die also die Katharina von Mecklenburg im Prinzip darstellen soll. Dort haben wir auch eine Größe angegeben, ca. 1,60 plus minus Konfektionsgröße 40. So sind also die Kostüme im Prinzip geschneidert worden. Und wir suchen diese Personen, die also für uns dann, sage ich jetzt mal, unsere Herzogspaar präsentieren zu Veranstaltungen, zu Berggottesdiensten etc. Die Marienberger werden das kennen, zu welchen Veranstaltungen die Leute dort unterwegs waren. Dazu ist es erforderlich natürlich, dass man ein kleines bisschen, sage ich mal, historische Stadtkenntnis hat. Wenn man die nicht hat, kann man die sich aneignen, kann man die sich anlernen. Und wir wollen also versuchen, dass wir bis zum 10. März hier doch ein paar Bewerbungen haben, dass wir dort mal drin blättern können und dass wir also hier dann in der Auswahl gehen können. Erster Auftritt wäre ja schon der Berggottesdienst am 23. April hier in unserer Stadt. Das ist ein stolzes Ziel, das weiß ich, aber darum der Aufruf also auch nochmal hier übers Fernsehen. Wenn sich jemand in diese Rolle oder in dieser Rolle sieht, dann soll er bitte schön sich bei uns melden, hier eine Bewerbung abgeben, und wir werden uns dann mit diesen Personen auseinandersetzen und in Verbindung setzen. Ja, bis zum Internationalen Frauentag sind zwar noch ein paar Tage hin, aber eine bestimmte junge Frau wurde gestern mit einem besonderen Präsent bedacht. Aus den Händen der Staatsministerin für Gleichstellung in Sachsen, Petra Köpping, bekam Caroline Schiller ein schickes Plakat. Frank Langer ist hier mit den Einzelheiten. Caroline Schiller gehört zu den jüngeren Unternehmerinnen in Marienberg. Sie betreibt eine Praxis für Ergotherapie, Logopädie und weitere therapeutische Dienstleistungen. Sie gehört zu den Unternehmerinnen, die für den Gründerinnenpreis 2017 vorgeschlagen wurden. Alle Teilnehmerinnen erhielten zur Preisverleihung ein Plakat. Nur die Marienbergerin hatte irgendwie ihres nicht bekommen. Das wurde am 2. März nachgeholt. Die sächsische Gleichstellungsministerin Petra Köpping überbrachte dieses persönlich. Ich habe das erste Mal allen Bewerberinnen so ein Plakat angefertigt, weil ich finde, das ist so toll, was die Frauen alles gemacht haben, auf die Füße gestellt haben, bei Ihnen ganz speziell. Da kommen wir ja dann noch drauf. Und deswegen habe ich gesagt, Frau Schiller, Sie war nämlich nicht angemeldet, irgendwie mit der Anmelderei war was, ja. Und da habe ich gesagt, Sie werden die Erste sein, der ich bringe. Und deswegen machen wir das heute, liebe Frau Schiller. Und es freut mich, dass wir das heute an Sie ausreichen dürfen. Ich freue mich. Ja.
Also wir haben nach wie vor Nachholbedarf, das muss man ganz klar sagen. Die Zahlen sind seit Jahren stabil, also sie sinken nicht. Das ist ja schon mal ein Vorteil gegenüber Existenzgründungen, die ja generell in Sachsen sinken. Aber sie haben auch keinen sprunghaften Anstieg, wenn ich das so bezeichnen will. Und deswegen haben wir in Sachsen auf der einen Seite die Möglichkeit geschaffen, diesen Gründerinnenpreis zu erwerben. Das ist ein Preis, der ist ja auch relativ gut dotiert. Der bringt 5.000 Euro, was die meisten Gründerinnen, die wir auszeichnen, sofort wieder in ihr Unternehmen stecken. Und auf der anderen Seite ist es einfach auch eine Anerkennung für die Arbeit, die sie geleistet haben. Sie wolle die Unternehmerinnen kennenlernen, die sich trauen, selbstständig und für andere verantwortlich ins Berufsleben zu starten. Sie wolle auch Frauen Mut machen, sich mehr in diesem Bereich zuzutrauen. Denn es gäbe viele Gründe, warum man als Frau erfolgreich sein kann. Also Statistiken sagen erstmal ganz klar, dass Frauen länger überlegen, bevor sie eine Existenzgründung beginnen. Und auf der anderen Seite, wenn sie es dann tun, sind sie erfolgreicher als ihre männlichen Kollegen. Das heißt, es gibt weniger Insolvenzen. Das ist statistisch nachgewiesen. Und deswegen möchte ich Frauen einfach Mut machen, weil Existenzgründung sicher eine Art Risiko ist, aber auf der anderen Seite auch viele Möglichkeiten und Freiheiten bietet. Ich bin meine eigene Chefin. Ich kann mein eigenes Unternehmen gestalten. Ich kann meine eigene Zeit gestalten. Und insofern möchte ich Frauen Mut machen, gerade hier im ländlichen Raum, sich zu überlegen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und ich kann auch noch ein bisschen Werbung machen aus unserem Haus. Gibt es im ländlichen Raum auch noch eine Bezuschussung für die Gründung eines Unternehmens. Und ich würde mich freuen, wenn wir Frauen finden, die sagen, ich habe jetzt den Mut, ich wage das. Und versuche auch die Unterstützung, die der Freistaat dafür anbietet, zu nutzen. Bei einer Führung durch die Praxisräume lernte die Ministerin den Arbeitsalltag der jungen Frauen kennen. Deswegen klar abgetrennt Wartezimmer und unser ruhiger Büroraum. Wobei bei uns ist es eigentlich nie ruhig, weil wir ein sehr junges, engagiertes Team sind, ein sehr lautes Team sind. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt keine Minute, wo bei uns nicht gelacht, gestrahlt wird, erzählt wird. Ja, das ist aber einfach doch das, was es ausmacht. Ja, genau so ist es. Da darf ich jetzt ein bisschen gegenhalten. Auch mein Geschäftsbereich ist einer der jüngsten, die es in den Ministerien gibt. Wir haben lauter junge Leute eingestellt und das ist wirklich Spaß, weil die auch neue Ideen mitbringen und neue Herangehensweisen. Wie viele Mitarbeiterinnen haben Sie jetzt? Wir haben 15 Mitarbeiterinnen. Ja, super. Alles Frauen? Nein, ein Mann. Die Arbeit, überwiegend mit Kindern, und die Freundlichkeit in der jungen Mannschaft kommen an. Auf den Geburtstag seiner Therapeutin Franziska Kiesling wies der Zweitklässler Sani nachdrücklich hin, was dieser eine Schar von Gratulanten einbrachte. Darunter die Ministerin. Weil es ist ja, also ich persönlich muss wirklich sagen, ich kann es mir für mich nicht vorstellen. Und ich bewundere jeden, der die Entscheidung für sich trifft. Und das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ja, ich war unheimlich jung und habe vielleicht über das ein oder andere gar nicht nachgedacht. Ja. Na, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht doch wirklich nur ein Stück weit blauäugig. Ich habe eine super tolle Familie in meinem Rücken. Ja. Würden Sie sich selbst selbstständig machen? Ich habe oft überlegt, als junge Frau, ich habe ja auch drei Kinder, und gerade wenn man Kinder hat, braucht man so eine flexible Zeit, um zu arbeiten. Und meinen Kindern, die heute erwachsen sind, habe ich immer empfohlen, sich selbstständig zu machen. Und zumindest einer meiner Kinder hat sich selbstständig gemacht. Am 2. März erhielt Caroline Schüller eine Urkunde, beziehungsweise ihr Plakat, für die Teilnahme am Gründerinnenpreis 2017. Liebe Zuschauer, Sie kennen es sicherlich auch. Germany's Next Topmodel ist ja ein bekanntes Format, in dem fast unsichtbare Gestelle unerträgliche Umstyle-Torturen über sich ergehen lassen müssen, um dann auf einem Laufsteg den großen Glamour zu versprühen. Was für eine Schauspielerei. Tja, wesentlich ehrlicher geht es da bei einem Modeprojekt mit den Schülerinnen einer Lengefelder Schule zu. Absolut. Nicht nur ehrlicher, sondern auch authentischer ging es gestern im Kulturcafé Lengefeld zu. Die Nachwuchsdesignerinnen und Models präsentierten voller Stolz ihre Arbeit in der Kategorie Kellerfaltenröcke, die unter fachkundiger Leitung von Modedesignerin Christine Werzner angefertigt wurden. Worum es in diesem und anderen Projekten des Ganztagsangebotes geht, hat sie uns in einem spontanen Gespräch erläutert. Ich möchte etwas sagen zu der Mode AG insgesamt. Die gibt es schon seit 2004. Produziere ich und stelle ich mit den Schülern der Oberschule Lengefeld Kleider her. Kleider, Röcke und Höschen und so weiter.
Wir haben auch in anderen Materialien gearbeitet, wie zum Beispiel nicht nur in Stoff, sondern auch in Papier. Wir haben auch ganz tolle Papiercorsagen gemacht und Papierkleider. Das jetzige Projekt ist folgendes. Ich möchte den Kindern dieses Handwerk vermitteln. Also, dass man das Handwerk, was ja verloren geht, das Schneidern, den wieder beibringen, Stück für Stück. Und so haben wir uns einfallen lassen, ein ganz tolles Röckchen zu nähen. Und wer sich ein bisschen auskennt in der Schneiderei, Kellerfalten sind wirklich mit das Schwierigste, sind sehr schwierig. Wir haben richtig Maß genommen bei den Mädchen, also richtig rundherum, und haben dann die Falten direkt auf diese Figur ausgemessen. Faltentiefe, Faltenbreite. So, dann hat jedes sich gesagt, ich möchte den Stoff in Blau, ich möchte den in Grün oder so. Und da ich ja auch immer zur Messe fahre, zur Stoffmesse, zur Premiere Vision oder auch in Düsseldorf bin oder in München, habe ich die neuesten Ideen und die neuesten Entwürfe in Farbe und Stoff mitgebracht, die neuesten Designs. So. Und das versuche ich auch immer den Mädchen so ein bisschen beizubringen, auch ein bisschen Stoffkunde, dass sie auch wissen, wie ein Stoff hergestellt wird. Wir waren vor Jahren auch mal zum Internationalen Weberforum in Öderan. Dort waren internationale Leute, die wirklich das Weben sogar von Kanada uns gezeigt haben. Und es war sehr interessant. Also sie sollen dieses herstellende Produkt nicht verlernen, also nicht bloß einkaufen gehen und sich was kaufen und wieder wegschmeißen, sondern es gehört sehr viel Mühe und sehr viel Fleiß dazu, so ein Röckchen zu nähen. Wir haben heute eine schöne Präsentation gemacht und ich denke mir, doch für die Teilnehmer und auch für die Zuschauer war das schon ein großer Gewinn. Und ich habe mich gefreut, wie schön die Mädels das gemacht haben. Ich bin Chiara Samia Drexler und ich bin auch jetzt erst in Mode. Mir gefällt Mode, weil wir so viel Schönes machen und da muss man nicht immer Geld für irgendwas ausgeben, sondern man kann es einfach selber machen. Ich bin die Maria Nordheim und ich liebe Mode. Das ist schon voll. Wolkenstein, Ortsteil Geringswalde, durch Fernlicht geblendet, Zeugen gesucht. Der 79-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr am 2. März gegen 20.30 Uhr die Hauptstraße B101 aus Richtung Wolkenstein in Richtung Hilmersdorf. Nach den Angaben des 79-Jährigen kam ihn etwa 100 Meter vor dem Ortsausgang Wolkenstein aus einer Kurve ein bisher unbekannter Pkw mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen, durch das der Mercedes-Fahrer geblendet worden sei. In der Folge fuhr der 79-Jährige anfangs einer Linkskurve geradeaus, kollidierte mit der Schutzplanke, fuhr auf die dahinterliegende Wiese und dort in einen Graben, sodass sich der Mercedes überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Mercedes-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich insgesamt auf etwa 4.500 Euro. Der unbekannte Pkw, vermutlich ein Kleinwagen, fuhr in Richtung Wolkenstein davon. Wer kann Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten in Richtung Wolkenstein fahrenden Pkw und dessen Fahrer, Fahrerin machen? Unter Telefon 03735 6060 werden Hinweise im Polizeirevier Marienberg entgegengenommen. Die Geschwindigkeiten werden natürlich auch am kommenden Montag unter anderem in Olbernhau, Freiberger Straße, kontrolliert. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Ja, und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas, das spart Geld und Ärger. Und was uns sonst noch interessiert, ist natürlich das Wochenendregionalwetter. Hier ist es.
Ja, heute Abend unter den Nachtstunden auf dem Weg ins Wochenende zeigt sich der Himmel bedeckt und nahezu blickdicht. Mond und Sterne gibt es dabei nur selten zu sehen. Genauso selten verhält es sich mit dem Niederschlag. Das Niederschlagsrisiko beträgt lediglich nur 5%. Die Temperaturen sind dafür etwas höher. In Olbernhau werden zwischen 5 und 6 Grad erreicht. In Marienberg klettert das Quecksilber ebenfalls auf 5 bis 6 Grad. Und in Zschopau gibt es die Spitzenwerte von 5 bis 7 Grad. Der Wind weht weiter mäßig mit 20 und in Spitzen steigt mit bis zu 61 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Morgen wird der wärmste Tag der Woche. Der Himmel zeigt sich dabei bedeckt oder wolkig mit längeren sonnigen Abschnitten. In Summe werden bis zu 7 Sonnenstunden erwartet. Niederschläge stehen dabei nicht auf dem Programm. Schmale 5% werden hier ausgewiesen. Mehr als 5 werden dafür die Temperaturen. In Halbach gibt es angenehme 4 bis 9 Grad. In Großrückerswalde werden 5 bis 10 Grad in den Displays angezeigt. Und in Griesbach gibt es frühlingshafte 6 bis 13 Grad. Der Wind weht schwach mit 20 und in Böen mit bis zu 66 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Der weitere Ausblick, liebe Zuschauer. Tja, der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre. Es gibt Sonne satt bei einem leicht bewölkten bis bewölkten Himmel. Regnen wird es nicht. Zwischen 4 und 9 Grad zeigen die Thermometer bei einem Bögenwind aus südwestlicher Richtung. Die neue Arbeitswoche startet mit einem bewölkten Himmel und einem Mix aus Sonne und Wolken mit leichten Regenschauern. Bei 3 bis 7 Grad weht der Wind weiter aus Süden. Ja, und ob sich der Aufwärtstrend in der kommenden Woche weiter so fortsetzt, das erfahren Sie dann am kommenden Montag hier bei uns im Regionalwetter. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Das war Regional am Freitag und es ist schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich zum Wochenstart am Montag für Sie hier zur Stelle. Also schalten Sie dann bitte wieder ein. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen können. Mehr von uns finden Sie noch im Internet auf unserer neu gestalteten Seite www.mef-lein.de. Einfach mal reinklicken. Ja, damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, ein tolles Wochenende. Ich sage tschüss bis Montag und hier noch das Wort zum Wochenende. Tschüss. Das Wochenende steht ja vor der Tür. Auf was freuen Sie sich am meisten? Schönes Wetter hoffentlich. Dass es mal nicht regnet, nicht Sturm. Und Zeit für die Familie, dass man mal zu dritt ein bisschen was unternehmen kann. Ne? Die Zeit mit der Familie. Ach, bei mir ist immer Wochenende. Das macht nicht viel Sinn. Ja. Schwierig, wir müssen Wochenende arbeiten. Ja. Tja, nicht arbeiten zu müssen und aufs schöne Wetter.